Hallo und herzlich willkommen zur neuen Let's Play von mir über das Spiel Tank Operations European Campaign. Das hier ist ja die Neuauflage, weil ja der Vorgänger mehr negative Bewertungen hat wie positive und auch die Entwickler jetzt dazu gesagt haben, dass das Spiel, so wie es damals rausgekommen ist, so eigentlich nicht erscheinen hätte sollen. So. Für alle, die das Spiel damals gekauft haben, bekommen, wenn das Spiel fertig ist, einen kostenlosen Key zugeschickt, damit ihr das Spiel nämlich nicht nochmal kaufen müsst. Das geht aber auch von den Entwicklern aus. Sie wollen halt jetzt damit die Leute, die was jetzt das Spiel gekauft haben früher, nicht nochmal Geld abnehmen jetzt für die neue Version. Also die bekommen dann den Key umsonst. Wir werden jetzt mal schauen, was verbessert worden ist im Spiel. Ich habe ja einen Entwickler mal angeschrieben, und zwar, wir haben ja bis jetzt nur die US-Kampagne mit, das werden wir jetzt gleich sehen, ich weiß gar nicht, waren es 10 Missionen, wegen einer deutschen Kampagne. Und da ist es ja so, die wollen jetzt dann erstmal schauen, wie das neue Spiel hier ankommt, und sollten die sehen, ja, das würde sich lohnen, dann sind sie beim Überlegen, ob sie noch weitere Kampagnen bringen werden. So, wie gesagt, erstmal bleibt nur die US-Kampagne. Nein, wir haben 12 Missionen. So, wir werden mit der ersten Mission mal beginnen. 8. November 1942. Nach dem Überfall auf Pearl Harbor greifen die USA nun auch in Europa in den Zweiten Weltkrieg ein. Die Invasion beginnt in Marokko. Die Operation Torch ist der erste Testlauf für die Landung in Europa. Wir hoffen, den Feind zu überraschen und gehen an drei Stellen an Land. Doch wir müssen vorsichtig sein. Die Küste wird von starken Artilleriebunkern geschützt. So, unsere Missionsziele. Zerstören Sie das deutsche Heerlager, erobern Sie Casablanca. Dann haben wir ja die Tipps auch noch. Sturzkampfbomber sehr effektiv gegen Bodenziele, neue Einheiten. Okay. Wir schauen jetzt einfach mal. Tutorial-Akten, Einheiten auswählen. Das brauchen wir eigentlich nicht. Das ist ja bekannt, wie das funktioniert. So, hier haben wir jetzt Casablanca, was wir einnehmen müssen. Jetzt müssen wir mal gucken, wo ist denn dieses Heereslager überhaupt? Oh. Na, ihr seht schon selber hier. Die Kartenbewegung habt ihr ein bisschen. So mit der Maus ziehen können wir es nicht, also wir müssen wirklich an die Ränder gehen und das hapert. Okay, wir können auch mit WASD die Karte benutzen. Das ist, glaube ich, sogar besser wie mit der Maus. Manchmal geht's, manchmal bleibt sie hängen. Aber jetzt funktioniert sie. Okay. Das Heereslager, gute Frage. Ich glaube, das werden wir dann erstmal suchen müssen. Das wird irgendwo auf der Karte hier versteckt sein. Das ist ja zum Beispiel jetzt auch nur die Beta. Also hier sind auf jeden Fall noch Bugs dabei, da kann man jetzt mal überhaupt nichts dazu sagen. Was mir schon mal auffällt, können wir noch zoomen? Nö. Die Einheiten sind relativ klein. Also ich weiß im Vorgänger noch, da waren die Einheiten größer. Ich werde jetzt einfach mal... Können wir die Musik hier mal ausschalten? So, jetzt ist besser, weil die Musik leckt nämlich auch ein bisschen. Zerstören Sie das deutsche Heerlager, erobern Sie Casablanca. Genau, das sind ja unsere Missionsziele. Also, dass die Einheiten kleiner sind wie im Vorgänger, das sieht man jetzt auf jeden Fall. Na, wenn wir jetzt auf eine Einheit klicken, öffnet sich hier nochmal ein kleines Infofenster. Also wir sehen, wir haben den M3 Stuart. Das brauchen wir jetzt eigentlich gar nicht. Wieso geht der jetzt immer auf Casablanca hier hoch? Ah, ihr seht, das ist eigentlich wie ein Tutorial. Wir sollen uns jetzt einfach dahin bewegen. Das seht ihr jetzt anhand von dem Pfeil hier. Naja. Keine Ahnung. Ach so. Ja, aber was will der jetzt immer von Casablanca hier oben? So, Zug beenden. Wir sollen jetzt wirklich dem nachgehen, so wie er das will.
Ah, hier mal einen deutschen LKW. Oh. Und mit einer Flak. So, jetzt im Kampf. Da hat ein feindlicher Transporter ein Flakgeschütz abgeladen. Diese Biester können unsere Flugzeugen schweren Schaden zufügen. Aber unsere Panzer hier ist gut dafür ausgerüstet, um gegen Artillerie zu kämpfen. Ja. Die können aber auch am Panzer einen erheblichen Schaden zufügen. So. Wie ist unsere Reichweite? Wo sehen wir das überhaupt? Zielgröße, Bewegungspunkte, Munition. Wahrscheinlichkeit 3%, Durchschnittsschaden 231. Ja, das werden wir jetzt mal von der Entfernung aus probieren. Aber sie ist nicht zerstört. Aktionspunkte. Diese Flak wird keiner unseren Jungs mehr vom Himmel holen, aber nach dem Angriff müssen wir erst einmal nachladen und unseren Panzer wieder flott kriegen. Was? Nach einem Angriff kann eine Einheit keine Aktion oder Bewegung mehr durchführen. Erst in der nächsten Runde sind wieder Aktionen möglich, okay? Ja, wieso wir jetzt immer hier auf Casablanca wieder hochkommen mit der Karte, verstehe ich nicht. Also ihr seht das selber hier unten, wenn wir mal größer machen, ja, wenn man jetzt hier, da sieht man den Balken ja ganz, ganz wenig. Wenn wir größer machen, dann sehen wir ihre Gesundheit. Also 250 Schaden haben wir jetzt gemacht. Die Frage ist, warum wir uns jetzt weiter bewegen sollen und sollen nicht mal diese Flak hier zerstören. Ich werde es jetzt trotzdem machen. Ha, wir können aber nicht. Okay, dann müssen wir es doch erst bewegen. Das sind die Halunken mit ihrem Transporter. Sorgen wir dafür, dass sie nicht noch mehr von den Geschützen absetzen können. Finde und vernichte alle drei verbliebenen Flakgeschütze. Wieso wir jetzt da unten ist natürlich jetzt blöd, auch wenn es Tutorial-Mission ist. Wir hätten doch jetzt eigentlich die Flak hier zerstören können, schnell. Dann wäre die weg gewesen. So, wo willst du jetzt hin? Tja, jetzt schaut eigentlich nichts mehr so aus. Dann werden wir es jetzt trotzdem mal probieren, dass wir die jetzt hier unten nochmal zerstören. Jetzt haben wir es auf jeden Fall weg. So, Runde USA. Ah, hier hinten haben wir auch noch eins. Kommen wir da hin? Ja. Ja, ihr seht sie hier unten auch schön in der Anzeige. So, mal schauen. Die, ne, die schießt gar nicht auf uns. Was? Jede Waffe? Was? Treffer und Schaden. Unser kleiner Panzer ist hier gut für die Aufklärung und auch im Kampf gegen Artillerie. Nicht jeder Panzer ist dafür geeignet. Alle Einheiten haben ihre speziellen Eigenschaften. Jede Waffe einer Einheit hat einen Streuungswert, der bestimmt, wie groß der Bereich ist, in dem der Treffer landen kann. Die Einheiten wiederum haben eine Zielgröße. Je größer die Streuung im Vergleich zur Zielgröße ist, desto schlechter ist die Wahrscheinlichkeit auf einen Treffer. Kann es sein, dass die Deutschen hier überhaupt nicht spielen? Okay, jetzt haben wir nur 230 Schaden gemacht. Nö, die Deutschen schießen irgendwie überhaupt nicht zurück. Das war jetzt auf jeden Fall die dritte Flak hier. So, Runde beenden. Jetzt geht's wieder weiter. Ich komme aber leider nicht bis zu dem Feld. So, was ist denn jetzt hier? Spezialaktionen. Der Panzer kann aber noch mehr. Wir sind nicht umsonst als Spätrupp hier. Unsere besondere Ausrüstung macht es möglich, auch Gegner zu finden, die sich gut verstecken. Dafür ist hier dieses Adlerauge. Fast jede Einheit hat eine Spezialaktion. Der M3 Steward verfügt über die Aktion Aufklärung. Klicke auf den Button. Okay, auslösen. Ah, dann deckt jetzt der hier... Ich weiß nicht, wie das gemeint ist. Soll es dann heißen, dass er in seinem Sichtfeld, was er hier dann Einheiten aufdeckt, die wir normalerweise nicht sehen könnten? Also so gehe ich jetzt mal davon aus. Deckung. Da hat sich wirklich einer in der Stadt versteckt. Das ist ein Panzerabwehrgeschütz.
Ja, also wie gesagt, das erkennt man so jetzt wirklich sehr, sehr schlecht. Man muss wirklich die Einheit anklicken, damit wir das Feld hier unten sehen. Da er in einer Stadt steht, ist er in Deckung. Wir sollten sehen, dass wir hier wegkommen, bevor er uns die Hölle heiß macht. Ja, Geländefelder, das ist klar. Also, wir gehen jetzt erstmal hier hin. Den Job machen. Wir hatten Glück, die müssen geschlafen haben, sonst wären wir noch eine Rauchwolke. Aber wir haben hier einen Job zu machen, überleben können wir später. Okay. Finde durch die Aktion Aufklärung noch drei weitere versteckte Gegner. Die Aktion hat aber eine Abklingzeit und kann nur alle drei Runden eingesetzt werden. Das ist schon mal sehr gut, dass wir das nicht alle Runden hier machen können, sondern nur alle drei. Das finde ich gut. Ah, hier haben wir ja das Ding. Also eine Runde dauert es noch, dann können wir es wieder einsetzen. Mal schauen, für was dann dieser Alarm hier ist. So, hier haben wir Panzersperren. Boah, 3000. Das ist schon viel. Also, wir sollen jetzt noch drei weitere. Ja, werden wir jetzt mal hier hinfahren. Oder erstmal nur hier hin. So, und jetzt werden wir das mal benutzen. Ah! 1, 2, 3. Na, da haben wir es doch. Halt, das ist ja ein Panzer von uns. Aber drei Gegner haben wir hier gefunden, ne? So, wenn wir uns bewegt haben, können wir nicht mehr angreifen. Aber das Gute ist schon mal, wir haben einen Panzer entdeckt. Ich hoffe natürlich, weil ihr seht, es laggt immer ein bisschen, dass es dann im fertigen Spiel nicht so ist, weil das gefällt mir überhaupt nicht. So. Wir greifen jetzt erstmal mit dem hier an. Dann gehen wir mit dem hier hin. Oh, da hat man Glück. Das war ein kritischer Treffer. Mit einem Schuss haben wir es zerlegt. Das ist super. Was? Unterstützung? Das soll mich doch einer. Da ist doch tatsächlich einer von uns. Ein weiterer unserer Spähpanzer. Und ich hätte beinahe Feuerbefehl gegeben. Wenn wir uns zusammentun, können wir die Gegner schneller finden. Okay. Ich habe aber jetzt eigentlich schon drei gefunden, Leute. Eins, zwei, drei. Das muss doch reichen. Das muss eigentlich reichen. Wir fahren jetzt mal mit dem Panzer hier hinter. Weil hier so ein Schild ist, vielleicht ist hier sogar eine Einheit. Wir werden es testen, ne? Nö. Also da ist keiner. So, mit dem haben wir schon. Was ein starker Gegner. Das Panzerabwehrgeschütz ist ein sehr starker Gegner für einen Panzer. Normalerweise lassen wir das die Flugzeuge erledigen, aber wir sind hier auf uns allein gestellt. Mit zwei Panzern können wir es vielleicht schaffen. Wenn das Geschütz besiegt ist, steht uns der Weg in die Stadt offen. Okay. Greife mit deinen Panzern das Panzerabwehrgeschütz an. Werden wir tun, Leute. Also hier hinten brauchen wir dann eh nichts machen. Den haben wir schon bewegt. So, dann werden wir mal testen, ne? Ja, also ihr seht, wie das Spiel noch ein bisschen hängt hier. Naja, dann werden wir mit einem Panzer hier rumfahren und mit dem anderen hier hin. Mal schauen, welche Reichweite der hier hat. Nicht, dass wir jetzt schon in der Reichweite sind, ey. So, wir machen einen Schaden von 175. Wenn wir das verdoppeln, wären wir bei 350. Ja, komm, wir werden es jetzt mal probieren. Oh! Einheit verloren. Es hat eine von uns erwischt. Das verdammte Geschütz hat nur darauf gewartet, dass sich einer von uns den Anfang macht. Aber wir geben nicht auf. Wir werden diese Höllenhunde ausräuchern. Das sind wir unseren Kameraden schuldig. Alle Einheiten haben einmal pro Runde einen Konterangriff. Bei einem Angriff schießt die angegriffene Einheit einmal zurück, danach ist sie wehrlos. Also, da sie ja jetzt ja ihren Konterangriff schon durchgeführt hat, kann sie ja jetzt nicht mehr also zurückschießen. Was bleibt jetzt noch? 32. Jetzt haben wir es. So. Aber wir können uns auch noch nicht bewegen. Also, das war so gewollt, dass wir den Panzer verlieren.
Ihr habt's gesehen, wir haben jetzt 1500 Gold dazu bekommen. Meldung machen. Wir müssen der Flotte die Berichte von uns und unseren gefallenen Kameraden übermitteln. Aber wir brauchen einen Sender, der stark genug ist. Unsere Kameraden hatten einen Kommandobunker entdeckt, ein Schreibfehler. Wenn wir den erreichen können, wird von dort unsere Meldung abgesetzt. Was? Wenn wir den erreichen können, wird von dort unsere Meldung absetzen. Ja, das sind aber Rechtschreibfehler drin. Kommando-Bunker haben eine hohe Sichtweite. Wenn man in ihre Nähe kommt, tauchen auch schon bald gegnerische Einheiten auf. So. Was machen wir hier für einen Schaden? 250, 3000 hat der. Oh, schaut mal unseren Panzer an. Jetzt haben wir aber extrem viel Gesundheit verloren. Ja, wir sollen wirklich bis dahin fahren. Mission erfüllt. Der Sender des Bunkers ist gekapert und die Meldung abgesetzt. Die Flotte ist bereits unterwegs und Operation Torsch kann anlaufen. Wir haben unsere Mission erfüllt. Jetzt heißt es nur noch zu überleben, bis Marokko von der Besatzung befreit ist. Entdeckt. Die Bunkerbesatzung muss uns entdeckt und Alarm geschlagen haben. Verfehlt, Gott sei Dank. Nein. Sieht so aus, als müssten die Jungs den Kampf ohne uns zu Ende bringen. Ja, wir haben verloren, Leute. Wir haben keine Einheiten mehr. 500 Gold. Hier sind die Deutschen jetzt. Ah, die Flotte ist da. Also das Wasser sieht schon mal viel cooler aus jetzt. So, jetzt müssen wir mal gucken, wegen unsere ziehen. Casablanca und das Heereslager. Aber wo wird dieses Heereslager sein? Da haben wir den Marder. Müssen wir gucken. Weiß ich jetzt auch nicht. Da können wir mit dem Kreuzer angreifen. Aber was greifen wir jetzt am blödsten an mit dem hier? Die Flak. Ich glaube, da wäre die Pack sogar besser. Ja, wir greifen jetzt erstmal, oder? Artilleriebunker, boah. Ach, 30.000 hat er, nicht 3.000. Ja, wir greifen jetzt die Pack an. Okay, das war jetzt nicht wirklich ein großer Schaden, was wir hier gemacht haben. Yes, die ist zerstört. Wir werden jetzt trotzdem erstmal schauen, dass wir hier die Geschützstellungen ein bisschen wegbekommen. Boah, der Bunker ist schon extrem, Leute. Yes, Marder ist auch weg. Schlachtschiff. Auf Schlachtschiffen werden Bodeneinheiten transportiert und können auch neu gebaut werden. Die im Schlachtschiff gelagerten Einheiten können an Land abgesetzt werden, indem man sie in der Liste am linken Bildschirmrand auswählt und dann das Seafit auswählt, auf den sie abgesetzt werden sollen. Neu abgesetzte Einheiten haben in dieser Runde keine Bewegungspunkte mehr, können aber angreifen. Okay. Was haben wir denn hier alles? Wir haben eine Pack, GI, M3 Lee, Combat Car. Also, die müssen wir ja dann alle absetzen können, so wie ich das jetzt verstehe. Jo, die bringen wir jetzt mal hier hin. Was machen wir hier für einen Schaden? 200. Also wenn jetzt der... Dann müsste ja der den Konterangriff noch haben, oder nicht? Nee, verfehlt. Das war natürlich jetzt für den Arsch. Dann machen wir mal den Panzer hier. Also da müssen sie auf jeden Fall noch dran arbeiten, dass das nicht so leckt, weil das ist ja extrem langsam. So. Wehrmachtstruppe 325. Bodeneinheit beschädigt. Beschädigte Bodeneinheiten können mit dem Versorgungstruck wieder repariert werden. Dazu fährt man mit dem Truck auf ein Feld neben der beschädigten Einheit und wählt beim Truck die Fähigkeit reparieren aus. Mit einem Klick auf die Einheit wird diese repariert. Oder man deponiert sie in ein Hauptquartier. Ja, also ihr seht, Rechtschreibfehler sind einige drin. In der nächsten Runde sind sie dann wieder vollständig repariert. Okay.
Ja, unser Panzer hat jetzt nicht eigentlich einen Schaden hier bekommen. Das passt eigentlich. Nein. So, dann werden wir jetzt mal die Wehrmachtstruppe hier vernichten. Ne? Nein! Verfehlt ist natürlich Kacke. Oh, die hat ganz, ganz wenig Schaden. Nee, auch verfehlt. Naja, dann werden wir jetzt mit unserem Schlachtschiff nur angreifen. 5000 Schaden könnte er machen. Wäre natürlich super. Und wie viel haben wir gemacht? Oh, fast 5000. Das ist herrlich. So, Flugzeugträger. Auf Flugzeugträgern werden Flugzeuge transportiert und können neu gebaut werden. Flugzeuge können jederzeit wieder auf einen Flugzeugträger landen und werden da repariert und mit Munition aufgeladen. Um ein Flugzeug zu starten, wählt man es auf der Liste am linken Bildschirmrand aus und wählt dann das Zielfeld aus. So. Haben wir schon ein Flugzeug? Nö. Dann müssen wir dann erstmal eins kaufen. 550. Wie viel Geld haben wir jetzt überhaupt? Müsste das hier unser sein, oder? 3500. Sehr stark gegen Luft- und Bodenziele. Fähigkeit Raketenabschuss. Teuer. Wenig Bewegungspunkte. Schwach gegen Flugzeuge. Naja, was heißt hier teuer? Das kostet fast doppelt so viel. Ja, wir werden jetzt einfach mal das hier nehmen. Einmal. Nehmen dann den mit. Komm, da holen wir uns jetzt zwei davon. Schließen ohne kaufen. Achso, kaufen. Das hier. Die kriegen wir aber erst in der nächsten Runde. So, da müssen wir jetzt eigentlich durch sein. Ne, wir hätten auch lieb... Also das mit der Mausbewegung. Ne, wir kaufen jetzt mal noch Bodeneinheiten, ne? Weil ich glaube, vielleicht sind das ein bisschen wenig. Bauwagen, Laster, Munitionswagen. Bauwagen. Das müsste dann... Der Reparier... Oder? Zum Reparieren der Truck sein. Genau, der was hier reparieren kann. 350, 1050 haben wir noch. Und Munitionswagen haben wir auch. Also wir nehmen jetzt einmal den hier. Einmal den. 240 bleibt noch. Ja okay, den Bauwagen und Munitionswagen holen wir uns dann in der nächsten Runde. Wenn wir dann überhaupt Geld da haben, das ist natürlich das nächste. Jetzt machen wir erstmal die Runde beenden. Kann es sein, dass die gegnerische Einheit überhaupt keinen Sound hat beim Bewegen? Oder kommt mir das nur so vor? Ja, also ihr seht, diese Combat Cars sind schon extrem hier gegen Infanterie. Eine Einheit wurde zerstört. Um neue Einheiten zu bekommen, kann man mit Geld neu kaufen. Bodeneinheiten können in einem Schlachtschiff oder Hauptquartier gekauft werden. Flugzeuge, Flugzeugträger oder Flugplatz, ja. Ja, was ist mit denen hier, weil die so rot leuchten? Was ist denn jetzt los? Was hat denn jetzt hier geschossen? Scheiße mit unserer. Ja, jetzt machen wir erstmal das. Das machen wir mal hier hin. So, die sind zerstört. 325. Oh. Ja, das schaffen wir natürlich nicht. Dann haben wir den hier noch. Der kommt leider nicht so weit hin. Den setzen wir jetzt mal nur hier hin. Der ist zerstört. Puh. Wo setzen wir denn den hin? 250. Okay, haben aber viel abgezogen. Das ist schon mal sehr gut. Und zerstört. Das ist herrlich. So, unser Schlachtschiff kann nicht mehr angreifen. Haben wir jetzt eigentlich... Wie viel Geld haben wir jetzt dazu bekommen? 740. Also, wir kaufen uns jetzt mal den Bauwagen, den Munitionswagen. Ja. Dann haben wir das hier noch zum Angreifen. Ah, ich glaube natürlich ist besser, wenn wir mit die Schiffe die Geschütze angreifen, oder? 1050. Was steht hier?
Kann man gar nicht lesen, wenn es so klein geschrieben ist. So, hier haben wir jetzt unsere Flugzeuge. Jetzt müssen wir mal gucken. Also eine Flak haben wir eigentlich nicht mehr dabei. Oh, da ist die Flak. Sturzkampf. Okay, das hatten wir zum Beispiel im Vorgänger alles nicht hier. Werden wir jetzt mal probieren. Yeah. Die ist natürlich weg. Prima. So. Dann müssen wir mal gucken, wie er sich gegen Panzer verhält. 175 ist natürlich auch nicht die Welt. Also da wird mir jetzt noch irgendein Sound dazu gefallen, wenn man jetzt so den Sturzflug hier, dass man den ein bisschen hören kann. Den gibt es leider nicht. So, dann werden wir die jetzt mal da einsetzen. 125. Wir feuern, getroffen. 750, werden wir auf die Infanterie nehmen. So, ich glaube, das war's jetzt wieder. Okay, die Einheiten kommen erst in der nächsten Runde. So, Runde beenden. Nein, wir haben eine Einheit verloren. Ach so, das ist der Konterangriff von unseren Schiffen. Jetzt, deswegen. Ich habe mir schon mal gedacht, wer jetzt hier zurückfeuert. Was? Keine Munition. Wenn eine Einheit keine Munition mehr hat, kann sie wieder aufgefüllt werden. Eine Bodeneinheit kann über einen Versorgungstrakt oder bei einem Hauptquartier aufgefüllt werden. Fahre dazu mit dem Versorgungstrakt auf ein Feld neben der Einheit und wähle die Spezialaktion Munition auffüllen. Müssen wir dann mal gucken. Des Versorgungstracks aus und klicke auf die Einheit, die mit Munition versorgt werden soll. Wenn die Bodeneinheit in einem Hauptquartier deponiert wird, startet sie in der nächsten Runde wieder voll aufgefüllt. Also da müssen wir dann nichts machen. Flugzeuge können mit Munition versorgt werden, wenn sie in einem Flugzeugträger oder Flugplatz deponiert werden. Sie starten dann in der nächsten Runde wieder voll aufgefüllt. Okay. Wir werden jetzt mal die Stadt hier einnehmen. 1500 Gold. Jetzt müssen wir eh mal gucken. 1500 haben wir jetzt bekommen. In der letzten Runde hatten wir noch 40. Also 1540. Also wir bekommen jetzt pro Runde 500 Dollar, wo wir Einheiten kaufen können. Ja, das lassen wir jetzt. Wir kaufen jetzt erstmal überhaupt nichts. So, Munitionswagen bringen wir jetzt mal. Da müssen wir natürlich aufpassen mit diesen Artilleriegeschützen. Die lassen wir jetzt, glaube ich, erstmal noch da drauf. So, die schon mal weg. Ja, welchen Bunker greifen wir jetzt an? Den oder den? Boah. Na, jetzt machen wir es so. Jetzt schauen wir erstmal, dass der eine hier wegkommt. Okay, 98. Da machen wir natürlich überhaupt keinen Schaden. Da machen wir überhaupt keinen Schaden. Wir könnten noch mal gucken, ob wir die Stadt hier oben noch mit einnehmen können. Nee. Der hat ja hier seinen Konter. Wir können doch mal gucken, was das Alarm hier ist. Das geht gar nicht. Doppelfeuer. 157. Ah, nee, wegen so ein kleiner Schaden mache ich das nicht. Obwohl, hier unten könnten wir es machen. So, da haben wir nichts mehr. Wir werden neue Einheiten kaufen. Ja, die lassen wir jetzt trotzdem noch hier stehen. Das ist mal ein bisschen zu gefährlich. Wir nehmen jetzt mal, was Fähigkeit in Deckung gehen, leichte Panzerung. Stark gegen Panzer, Tarnung, mittlere Panzerung, wenig Bewegungspunkte. Wir nehmen die GI. Können ja eh nur drei kaufen, weil ja die zwei noch am Schiff sind. Okay, ja, dann lassen wir jetzt so. Haben jetzt wir
Ah, was haben wir hier noch? Ne, Pack. Ice. 500 Schaden. Und hier. Kein Problem. Getroffen. Ja, jetzt muss erstmal diese Pack hier weg. Also was ich auf jeden Fall nur weiß, weil ich habe den Vorgänger gespielt und da ist es ja so, dass eine Mission nicht innerhalb von einer halben Stunde fertig ist. Also die zieht sich wirklich schon extrem lang, eine Mission. Boah. Ey, tut er mal langsam, ey. Die haben die ganzen Panzer jetzt zerstört. Okay, bis auf den einen. Alter Verwalter. Was haben wir jetzt hier? 3000? So, wir schauen jetzt erstmal, dass wir das eine Geschütz hier wegbekommen. 8000 noch. So, und da werden wir die Flak nehmen. Ja, damit nämlich unsere Flugzeuge hier wieder ein bisschen was machen können. Ach, der hat keine Munition mehr, ha? Huh? Bewegungs... Der hat keine Munition. Shit. Okay, der hat sie noch. Dann nehmen wir die... Pack oder den Bunker? Den Bunker. So, kritischer Treffer auch noch. Ja, Moment mal, wo ist denn unser drittes Flugzeug? Kann das sein, dass die uns jetzt ein Flugzeug schon abgeschossen haben? Schaut natürlich so aus. Also, dann werden wir jetzt erstmal die Truppen hier wieder stationieren. Setzen uns in Bewegung. Einmal. Zweimal. Dreimal. Dann bringen wir jetzt den. Wenn die natürlich jetzt nicht drauf gehen. So, dann bringen wir mal unsere Panzer. Bringen wir jetzt gleich fünfmal. Das müsste gewesen sein. Ja, Mist, wir haben den Panzer überhaupt nicht bewegt. Oh, Einheit verloren, Einheit verloren. Mist, Mist, Mist. So, ich hoffe mal, der geht jetzt weg hier. Immer noch nicht ganz. Jetzt haben wir den schon mal weg. Der Panzer ist auch weg. Dann können wir den hier noch nehmen. Ja, das ist natürlich cool, wenn die Schiffe hier eine Einheit komplett zerstören. Mit einem Schlag. So, der hat auf jeden Fall noch eine Munition hier. Gut, gut. Also, den landen wir jetzt mal wieder. Genau, der ist nämlich jetzt drin. Da werden wir auch noch ein Flugzeug dazu kaufen. Machen jetzt mal das so. So, die haben wir alle bewegt hier. Dann können wir die abladen. Scheiße, aber nicht in den... Naja, wir müssen aber in die Nähe. Machen wir mal Doppelfeuer. Geht es? Scheiße. Verfehlt. Was machen wir in unserer Infanterie? Jawohl. Kein Problem. Bestätige! So, die müssen jetzt mal hier hin. So, Leute, das war's jetzt erstmal mit, ja, ich würde sagen, das war's wirklich jetzt für die erste Mission.
Wir werden dann... Moment, jetzt gehen wir schon nochmal zurück. Also wir müssen jetzt auf jeden Fall erstmal schauen in der nächsten Folge, wo ist dieses Heereslager? Das muss ja dann irgendwo in dem Bereich sein. Gehe ich jetzt mal davon aus, ich weiß es nicht. Aber wir sagen jetzt einfach mal so, irgendwo hier unten, gehe ich jetzt mal davon aus, ist dieses Heereslager. Ich glaube jetzt nicht, dass das dann schon irgendwo hier kommt. Irgendwo hier unten, ne? Und ja, ich gehe jetzt mal davon aus, wenn wir jetzt Casablanca einnehmen, dass die Spielzeit vorbei ist. Also wir müssen wirklich beide Ziele erfüllen. Da werden wir aber, wie gesagt, in der nächsten Folge weitermachen. Ich hoffe, ich konnte euch die erneuerte Version von Tank Operations European Campaign mal ein bisschen zeigen. Ist eine schicke Erweiterung. Was mir natürlich jetzt nicht so gefällt, ist halt wirklich, dass das Spiel immer mal ein bisschen leckt. Aber ansonsten, von der grafischen Darstellung her, ist es auf jeden Fall schön verbessert worden. Die Einheiten sind halt, wie gesagt, jetzt auch ein bisschen klein. So erkennt man jetzt wirklich nicht mehr, was haben wir jetzt genau für Einheiten. Wir wissen es ja jetzt, wir haben ja nur GIs hier. Aber im späteren Verlauf, wenn jetzt mal mehr Infanterie dazukommt. Also wie gesagt, wir müssen jetzt dann immer auf eine Einheit draufklicken, um zu sehen, welche Einheit es ist. So, an die Flugzeuge selber kann man es jetzt auch nicht unterscheiden. Also ich tue mich da schwer. Und da ist so, ich sage halt jetzt, dass das eine Flak ist, aber das ist eine Pack. Ja, also, ich weiß, im Vorgänger waren die Einheiten viel größer. Jetzt mal schauen, was das fertige Produkt auf jeden Fall noch bringt. Die Beta-Version werden wir auf jeden Fall die erste Mission noch komplett durchspielen. Und dann werde ich das Spiel erstmal ruhen lassen, bis es komplett vollendet ist. Und dann werden wir erst mit der zweiten Folge weitermachen, mit der zweiten Mission weitermachen. Aber die Beta-Version werden wir die Mission auf jeden Fall noch komplett durchspielen. Das verspreche ich euch. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Euch nur einen schönen Tag. Macht es gut. Tschüss.